Du bist reich. Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die dir zeigen wird, dass du reich bist. Ja, diese Geschichte ist Huckleberry Finn. Die Abenteuer des Huckleberry Finns. Beziehungsweise ein Teil der Geschichte. Ich werde natürlich nicht die ganze Geschichte erzählen, aber ein Aspekt der Geschichte fand ich sehr bewegend, sehr inspirierend. Ja, also Huckleberry Finn ist eines der schönsten Geschichten, die ich jemals gelesen habe. Ja, die Abenteuer des Huckleberry Finn sind nicht ohne Grund ein Klassiker. Das Buch ist nicht ohne Grund ein Klassiker. Und zwar gab es den Huckleberry Finn, ja, der lebte in einem US-Bundesstaat zur Zeit der Sklaverei und er hatte einen Freund, ja, sein Freund Jim. Ja, und Jim war ein Sklave. Ja, und im Laufe der Geschichte, Spoiler, ich hoffe, das ist nicht nötig, eine Spoilerwarnung zu geben bei einem Buch, das über 100 Jahre alt ist, aber ich gebe trotzdem eine Spoilerwarnung. Huckleberry Finn hilft Jim zu fliehen. Ja, er hilft Jim dabei, seine Freiheit zu erlangen. Am Anfang der Geschichte erzählt Jim Huckleberry Finn, dass er einmal reich war. Er hat nämlich investiert in, so heißt es im Original, Stocks. Ja? Und da fragte Huckleberry Finn, was für Stocks, ja, what kind of stocks? Und Jim antwortet, Livestocks, of course. Im Deutschen funktioniert das nicht ganz. Also Stocks sind eigentlich die Aktien. Ja? A Stock heißt eine Aktie, aber Livestock heißt Vieh. Ja? Also es klang erst so, als hätte Jim in Aktien investiert, was natürlich für ihn unmöglich gewesen wäre. Sondern er hat in Vieh investiert und da hat er eine sehr gute Spekulation gemacht und dadurch wurde er ein bisschen reich. Also hat er ein paar hundert Dollar dadurch gewonnen, aber er hat das Geld wieder verloren. Ja, er hat das Geld wieder verloren und ist wieder arm und er meinte zu Huckleberry Finn, er meinte zu ihm, Jim sagte, ich war einmal reich und ich werde wieder reich sein. Ich war einmal reich und ich werde wieder reich sein. Das sagte Jim. Der Freund von Huckleberry Finn sagte das. Ja, also Jim, ein Sklave, sagt zu Huckleberry Finn, ich war einmal reich und ich werde wieder reich sein. Und dann geht die Geschichte weiter. Huckleberry Finn läuft von zu Hause weg und nimmt Jim mit und gemeinsam reisen sie auf einem Floß. Ja, Huckleberry Finn und Jim reisen auf einem Floß auf dem Mississippi, glaube ich, ja, auf einem Fluss und erleben ganz viele Abenteuer zusammen. Und am Ende der Geschichte wird Jim befreit. Ja, Jim, der Sklave, bekommt seine Freiheit und ist kein Sklave mehr. Und darauf sagt Jim, ich hab's dir gesagt, ich war einmal reich und ich werde wieder reich sein. Und ich bin 800 Dollar wert. Ja, also auf dem Sklavenmarkt wäre er 800 Dollar wert gewesen, aber er ist jetzt frei. Ja? Er ist ein freigelassener Sklave, ja? er ist kein Sklave mehr und dadurch ist er reich. Und ich denke, das ist eine sehr inspirierende Geschichte. Und das zeigt auch, dass du reich bist. Ja? Wir sind alle reich, weil wir frei sind. Ja?
Je nachdem, in welchem Land wir leben, können wir eventuell freier sein. Aber wir sind zumindest viel, viel freier als Jim. Wir können entscheiden, was wir tun wollen, was wir nicht tun wollen. Wir haben so viele Freiheiten und dadurch sind wir auch reich. Ja? Ich hoffe, dies war inspirierend für dich. Und hey, wenn du diese Videos magst und auch wenn du die Videos magst, die ich in meinem Zimmer mache, mit Untertiteln und allem Möglichen und schöner Intro-Musik und alles, dann habe ich eine Bitte. Spende doch ein bisschen. Und ich verspreche dir, du wirst ein sehr schönes Gefühl in deinem Bauch haben. Okay? Wenn du ein sehr schönes Gefühl in deinem Bauch haben willst und wenn du dich sehr wohlfühlen möchtest, weil du dir sagen kannst, ha, ich lerne mit Authentic German Learning und ich habe auch etwas zurückgegeben, dann spende jetzt und ich verspreche dir, es wird sich sehr gut anfühlen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.